Achtung, Achtung, hier spricht die Corona-Polizei. Aufgrund des erhöhten Ausstoßens gefährlicher Aerosole beim Singen sind sämtliche Veranstaltungen und Treffen von Chören untersagt. Konzerte und andere Großveranstaltungen können aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht stattfinden. Und seht da, Maske auf! Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber finde wieder, hast die Mode geschenkt. Alle Menschen werden Brüder, nur dein sanfter Flügel weint. 2020 ist Beethovenjahr. Was verbindest du mit Beethoven? Beethoven ist für mich einer der genialsten Musiker. Manchmal erscheint er mir etwas verrückt, aber seine Musik ist, ja, total klasse. Ich verbinde mit Beethoven einen verrückten Komponisten aus der Wiener Klassik, der vor 250 Jahren, 1770 war das, ist ja wirklich lange, lange her, in Bonn geboren wurde. Und was verbinden Sie mit Beethoven? Also ich verbinde mit Beethoven eine Anekdote, von der ich gehört habe, ob sie stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll die Ehefrau des Vizepräsidenten, des japanischen Vizepräsidenten von Sony, als es um die Entscheidung ging, wie groß eine CD sein soll, mit welcher Spiellänge die hergestellt werden soll, zu dem Zeitpunkt, als man damals sie erfunden hat, befragt wurde oder sie hat den Wunsch geäußert, oder man müsse doch auf jeden Fall mindestens die 9. Symphonie auf so eine Scheibe brennen können. Also müsste man die Spieldauer dieses Stückes zumindest berücksichtigen. Das war, eine Ausgabe von Furtwängler aus 1930, also aus den 30er Jahren. Und die ging damals 74 Minuten. Hätten Sie die Variante von Karajan gehabt, dann hätte man eine DVD heute mit 66 Minuten Spielzeit gehabt. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir öfter mal mitbekommen in der Schule, oder es wurde uns öfter mal erzählt, dass er ja eigentlich so gut wie taub war. Was ich sehr interessant finde, wie ein Mensch, der taub ist, so ein Gehör oder also so eine Fähigkeit haben kann, dann trotzdem seine eigene Musik zu schreiben und das dann irgendwie auch hinzubekommen, dass es sich gut anhört. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Hallo, du möchtest eine Übersetzung in die Gebärdensprache von der ersten Strophe von Freude schöner Götter funken. Und ich habe mir was ausgedacht. Ich muss jetzt aber kurz vorher erklären, weil ich werde dieses Lied jetzt nicht Wort für Wort in deutsche Sprache, also von Deutsch in Gebärdensprache übersetzen. Die Gebärdensprache hat eine ganz andere Grammatik. Der Satzbau ist oft anders. Also ist jetzt nicht so Subjekt, Verb, Objekt, sondern so. Das ist einfach fürs Verständnis. Gehörlose brauchen für jeden Satz in der Gebärdensprache, bauen mit jedem Satz ein Bild auf, kann man sich so vorstellen. Gott, sein Licht, Einfluss, froh, Gefühl schön, brennen, Kraft, in mir drin, wir, rein, Schritt, Paradies, Himmel, dein heilig ausstrahlen, früher neu, neu, neu und halt neu mit so einer Mimik halt, trennen, 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 also trennen und halt mit der Mimik streng, so, also ich gebärde jetzt nicht streng, ich mache jetzt nur trennen, 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 dein Zauber zurück, zusammen, verbunden, deine Güte, Schutz, Segen, alle Menschen gleich, Schwestern, Brüder. Ist dann so eine Bewegung wie fair, alle sind auf einer Ebene. Ich hoffe, das ist in Ordnung, so in der Form, wie ich das gemacht habe. Und ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute, viele Grüße, Elisabeth.
Freude schöner Götterfunken. Welches Musikstück von Beethoven kommt dir spontan in den Sinn und könntest du es dann für mich singen oder summen? Also ich werde mal antworten. Also Beethoven hat ja wirklich schöne Sachen gemacht. Also nicht nur seine großen Sinfonien, sondern eben auch die kleinen Stücke, wie zum Beispiel eben auch für Elise. Aber summen und singen fällt mir schwer. Ich höre es mir immer gerne an, aber nee, mache ich lieber nicht. Dann rennen alle weg. Welche Rolle spielt Musik jetzt während der Corona-Zeit für dich? Eine sehr große Rolle. Ich mache mir immer klassische Musik an. Und zum Beispiel welche jetzt? Ja, alle klassische Musik, ist es egal. Auch Schlager. die dürfen auch dabei sein. Freude, schöne Götterfunke, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Er hat auch viele Sonaten gefertigt und daraus kann ich jetzt nicht vorsingen, aber ja, also ich meine, da, das kennt wohl jeder, das ist die fünfte Symphonie oder ein Stück, jedenfalls der Beginn. Jahre nach seiner Geburt kennen natürlich viele Menschen Beethoven und seine Musik. Was denkst du, an welchen Musiker deiner Zeit, dieser Zeit, wird man sich auch jetzt in 250 Jahren erinnern? Erstmal an Beethoven, ist ja klar. Der hat dann seinen 500. Geburtstag, das ist schon verrückt, ein halbes Jahrtausend. Ansonsten fallen mir unendlich viele ein, die mich begleitet haben in meiner Jugend, auch bis heute, so bis ins Mittelalter. Ich würde mal die Beatles, die Stones, unheimlich viele andere noch, auch die Verrückten von heute, Amy Winehouse. Also wirklich eine große Bandbreite, muss ich ganz ehrlich sagen. Loredana, Mero, Capital Bra, Contra K, Juju, Shirin David, Sido, Apache, Ava Max, Ariana Grande und Billie Eilish. Ich weiß gar nicht, ob man in 250 Jahren überhaupt noch über Musik redet. Vielleicht ist dann alles nur noch elektronisch und die Welt macht selbst Musik. Die braucht den Menschen gar nicht mehr. Vielleicht denkt auch gar keiner mehr zurück. Vielleicht ist Beethoven dann schon exponentiell geworden. Vielleicht komponiert die digitale Welt weiter. Die nächste Frage. Es können viele Veranstaltungen im Beethovenjahr natürlich nicht stattfinden wegen Corona. Was kann man machen, damit Beethoven trotzdem im Gedächtnis bleibt? Tja, schwierige Frage. Also mit Konzerten ist nicht viel getan. Da kann ja keiner hinkommen. Es können natürlich Online-Konzerte stattfinden, die Künstler dann ins Netz stellen. Aber so richtig Spaß macht das nicht. Und
Also aus meiner Sicht ist es eine fatale Situation. Ich denke, das wird sich erst wieder bessern, wenn die Zeit wieder reif ist, dass alle sich auch treffen können. Ich finde, das ist alles gar nicht so schlimm. Erstmal können wir in 50 Jahren immer noch Beethovens Geburtstag feiern. Ja, wir vielleicht nicht, aber die Kinder. Man könnte ein modernes Lied mit dem Text oder der Melodie von ihm schreiben. Natürlich, wenn man die Fähigkeit hat, ein Instrument wirklich gut zu spielen, kann man natürlich das so würdigen, indem man sich die Stücke vornimmt und versucht, die zu spielen, was natürlich auch bestimmt oft eine Herausforderung ist. Was kann man machen, damit Beethoven im Gedächtnis bleibt? Da braucht man nicht viel zu machen, der ist immer im Gedächtnis.